Also, dann wollen wir mal sehen, wo der Schuh drückt. Sehr interessant. Patrick. Wirklich äußerst interessant. Weißt du... Mal im Ernst, das hilft mir nicht weiter. Das tut mir aber leid. Ich wusste ja nicht, dass Sie ebenfalls Arzt sind. Bin ich auch nicht. Und nach Ihren 12 Jahren in der Ärzteschule wissen Sie sicher auch die richtige Diagnose. Du warst gar nicht auf der Ärzteschule. Na und? Es tut mir leid, ich brauche wirklich deine Hilfe. Ach, dein Herr weiß alles und ist so schrecklich schlau, Kopf. Bitte, ich flehe dich an. Ich will nicht früher nach Hause gehen. Okay, aber es läuft nach meinen Regeln, du Quadratschädel. So, hier liegt also dein Problem. Aber mach dir keine Sorgen darum. Denn damit geht das Auer ganz schnell weg. Danke, Patrick. Du rettest mir das Leben. Au! Tja, es scheint ein ganz klein wenig anzuschwellen. Dieser Abfallkompressor sollte das auch ganz schnell wieder abschwellen. Das sieht nicht wirklich gut aus. Hey, SpongeBob, sind die Toiletten denn? Klabautermann und Söhne! Wann hast du das letzte Mal ein Bad genommen, Minion? Du hast Ungezieferbefall. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen, Chef. Auch nur ein Kunde sieht, dass du die Burger mit deinen verwurmten Händen anfasst, macht uns das Gesundheitsamt ganz schnell den Laden dicht. Ich verstehe schon, Mr. Krabs. Entschuldigen Sie mich bitte mal kurz. Grimme, du hast es doch auch gehört. Tut mir leid, aber du und deine Freunde, ihr müsst jetzt gehen. Bitte! Rechte von Hausbesetzern? Kapier ich nicht, was bedeutet das? Sie kommen dir mit dem Gesetz, Minion. Sie sagen, sie würden rechtmäßig in deinem Körper wohnen. Ist nicht schlimm, Mr. Krabs. Sie tun mir ja nicht weh. Minion, du musst das verstehen. Ich kann dich hier nicht arbeiten lassen, solange du so herumläufst. Also, das schlägt dem fast den Boden aus. Herr Tadeo! Zur Stelle. Hasta la vista, ihr Würmer. Was soll das? Und komm erst zurück, wenn du entwurmt bist. Lass das, ihr Lümmel! Was mache ich denn jetzt bloß? Jetzt muss ich 5 Kilometer latschen, nur um aufs Klo zu gehen und das in meiner Wohnung. Und ich brauche einen Aufzug für eine Treppenstufe. Wir schrumpfen doch schon seit Jahrzehnten. Aber was zu viel ist, ist zu viel. War nur ein Scherz, nur ein Scherz. Dieser Schwamm ist echt ein Witzbold wie kein zweiter. Oh, das war's dann. Jetzt merken alle, dass ich bloß so getan hab. Ich darf nicht aufgeben. Ich muss es versuchen. Ich kann es schaffen. Ich hab Ankerarme. Ich bin kein Weichei. Ich bin ein toller Hecht. Ah!
glaube, das Beste ist, wenn wir einfach diese Löcher verstopfen. Dann geht's dir sicher gleich besser. Sieht gut aus. Ja. Wird's besser? Weiß nicht genau. Ja. Ja. Ah. Ja. Hilfe, ich schrumpfe. Keine Blasen. Patrick, deine Behandlung schlägt an. Meinst du? Natürlich. Damit werde ich ruckzuck wieder gesund. Ich rufe gleich Sandy an und sag ihr, dass sie nicht kommen soll. Danke, Dr. Patrick. Da soll noch einer sagen, dass aus mir sowieso nie was wird. Meine Finger sind zu groß für die Tasten. Dr. Patrick, rufst du Sandy für mich an? Aber sicher, Patient SpongeBob. Hallo, Sandy. Oh, hallo, Patrick. Ich rufe wegen einem meiner Patienten an. SpongeBob. Ich wollte gerade los ihn ins Krankenhaus bringen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Er befindet sich unter meiner Obhut. Ich komme trotzdem kurz vorbei und sehe nach ihm. Und ich bin schneller da als ein hoppelnder Hase vor einer Hecke. Ja, ja, Hase hin, Hase her. Stör jetzt nicht, Sandy. Los, wir müssen uns beeilen. Sandy kommt gleich. Oh, wir müssen dich ganz schnell gesund machen, sonst schleppt sie dich noch zum Arzt. Ich berühre nicht mit steril. Skalpell. Geht's schon besser? Geht's dir jetzt besser? Nicht wirklich. Und? Wie ist es jetzt? Ich glaub nicht. Geht's jetzt besser? Nein. Und wie ist es jetzt? Nein. Jetzt muss es aber besser sein. Hallo, SpongeBob! Oh, oh, da ist Sandy. Ja, Entschuldigung, ein hässlicher Schwamm muss hier durch. Die Leute respektieren Selbstbewusstsein. Hallo, ich bin ziemlich hässlich. Ich wünsche Ihnen trotzdem viel Spaß bei dem Film. Entschuldigen Sie, Sir. Ich hoffe, dass meine exorbitante Hässlichkeit Sie nicht stört. Aber keineswegs. Richtig, bloß nicht auf wegen dem. Der ist doch nur ein... SpongeBob? SpongeBob, was ist los mit dir? Ach, ich schaff das einfach nicht. Ich hab wirklich ganz doll versucht. Aber ich bin längst nicht so selbstbewusst, wie ich aussehe. Ich verkrieg mich lieber wieder ins nächste Loch. Habt ihr eigentlich alle einen an der Tentakel? Habt ihr Angst, den Grauen ins Gesicht zu sehen? Na gut, hier ist er. Seht ihn euch an. Ziemlich hässlich, hä? Los, seht ihn an. Hallo. Und ihr auch. Hallo. Seht ihn an. Seht ihn an. Seht ihn an. Seht ihn an. Ich will, dass ihr ihn alle anseht. Mach dir nur keine Sorgen, SpongeBob. Sowas hat doch jeder irgendwann mal, so einen juckenden Hautausschlag. Man darf nur nicht dran kratzen, dann geht's von alleine weg. Vielleicht... Na also, aus den Augen, aus dem Sinn. Ach, was soll's, so ein kleiner Rückschlag hindert mich doch nicht am Burgerbraten. So, und nun hält mich nichts mehr davon ab, ein paar Burger zu grillen. Bis auf diesen unerträglichen Juckreiz eventuell. Darf nicht kratzen! SpongeBob! Oh, hallo, Thaddäus. Sag mal, wieso bist du so verschwollen? Ich bin für was? Deine Haut. Ich will wissen, was mit deiner Haut los ist. Ach so, das da. Vergiss es, das ist völlig harmlos. Allenfalls ein kleiner Schönheitsfehler.
Das ist kein Schönheitsfehler. Hilf mir doch. Da kannst du dich drauf verlassen. Einsatzkommando. Wir sind sofort vor Ort. Bewegen Sie sich nicht von der Stelle. Heiliger Neptun und sein Dreizack, das ist der schlimmste Fall von Krätze aller Zeiten. Halt, du Idiot! Willst du auch infiziert werden? Das hier ist ein Job für die Strahlen- und Giftstoffabteilung. Zurück! Ich hab gesagt, zurück! Zurück, sag ich! Aber was soll das denn alles, Thaddäus? Ha, seltsam, da hat wohl jemand den Berg umgedreht. Hör mal! Du musst auf dem Hinterteil landen! Das dämpft die Wucht des Aufpralls! Meinst du so? Nein, das andere Hinterteil! Kannst du nicht woanders dämlich sein? Nein, nicht vor vier. Au! Das hat wehgetan! Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen! Tja, sieht so aus, als ob Ihr Gluteus Maximus völlig wiederhergestellt ist. Mein, was ist wieder was jetzt? Ihrem Po geht's besser. Es war schon erstaunlich. Es hat 20 Stunden gedauert, ihn wieder zusammenzufügen. Uns sind sogar die Klammern ausgegangen. Da half nur Klebstoff.